Die Jungs kommen sogar eher von alleine und fragen nach, fragen halt, wie wichtig es ist, ob es wichtiger ist, gegen die Mannschaft zu gewinnen oder gegen oder das Derby halt. Und deswegen, da ist auf jeden Fall Interesse vorhanden bei den Spielern und das zeigt ja eigentlich schon, dass es ja kein normales Spiel werden wird. In Derby ist es immer eine andere Sache. Da sind die Tabellenplätze egal, da sind die Phasen, die jeweilige Mannschaft gerade hat, egal. Und da kommt es halt wirklich nur auf diese 90 Minuten drauf an und wie sehr man halt dieses Spiel gewinnen möchte. Wir freuen uns alle sehr auf das Spiel. Wir wollen das natürlich gewinnen. Wissen, dass wir das letztes Jahr nicht gut gemacht haben und wollen da zeigen, dass wir das besser können, wie wir das gemacht haben und so weitermachen, wie wir bis jetzt in dieser Saison gespielt haben. Schalke spielt immer mal wieder anders. Sie wechseln immer wieder das System, können defensiv spielen, können auch Gegner überraschen plötzlich mit einem Pressen. Also ist schwer, was zu erwarten. Also ja, wir können unser System auch anpassen und darum werden wir am Samstag dann sehen, wie es rauskommt. Aber klar wollen wir das Spiel machen und wir wollen offensiv gut spielen und defensiv wir auch zusammen wieder gut verteidigen, wie wir das eigentlich die meiste Zeit gemacht haben und das so auch am Samstag durchziehen. Ist mein erstes Derby, bei dem ich vielleicht spielen könnte. Beim letzten war ich auf der Bank und vorletzten war ich noch nicht hier, also freue ich mich sehr darauf.